Sven Fürst, machen wir uns auf zum Podium. Zum Canyon von Pony geht es dort entlang. Jo, auf geht's. Canyon von Pony, der Weg zum Podium. Ja, sieht so aus, als ob wir bald schon das legendäre Pokémon in einem Pokéball in den Händen halten werden. Canyon von Pony. Da sehe ich doch schon wen. Das ist doch Hapu. Die neue Inselkönigin. Ist alles glatt gegangen? Ja. Auch wenn Zwergfürst mir wieder aus allerlei Schwierigkeiten heraushelfen musste. Ach, das ist doch nicht schlimm. Mein Großvater hat schon immer gesagt, ohne gegenseitige Hilfe kommt man nicht weit im Leben. Als Mensch nicht und auch nicht als Pokémon. So wie Lilly von deinen Können schwärmt, reizt es mich, gegen dich anzutreten, Zwangslost. Da trifft es sich ja gut, dass gerade meine große Prüfung ansteht. Ich mag vielleicht jung sein, aber sonst stehe ich anderen Inselkönigen Inselkönigen in nichts nach. Mein Team, allen voran Pampros, sollte man nicht unterschätzen. Traust du dich, gegen mich und meinen Pokémon anzutreten? Doch sei gewarnt, ich werde mich nicht zurückhalten. Ich mich traue, los geht's in den Kampf! Gegen Hapu, los geht's in den Kampf gegen die Inselkönigin von Pony. Auf geht's! Ein weiterer spannender Pokémon-Kampf. Trainerkampf, um genau zu sein. Ich bin die Inselkönigin Hapu. Und ich habe aus dem Glitzerstein, der mir von unserem Kapu anvertraut wurde, ein Zertrink gefertigt. Ich habe nun also auch einen Zertrink, so wie du, Zwergenfürst. Das bedeutet, die Kapu stehen uns beiden bei. Also dann, dies ist meine erste große Prüfung als Inselkönigin Hapu. Ich werde all meine Kraft zusammennehmen, um dich zu bezwingen. Und ich werde es genauso tun. Ich werde auch all meine Kraft zusammennehmen. Genau gesagt, all meine Kraft meiner Pokémon. Und versuchen, dich zu bezwingen. Was wird nächstes Pokémon, der erste Pokémon sein? Ein Dicktri mit einer blonden Frauenfrisur. Und tatsächlich ist es auch weiblich. Wahrscheinlich sieht ihr es nicht, aber es ist vom Typ weiblich. Wie unser Mauzi. Und so weiter an Wegen von Mauzi, die ich immer noch nicht weiß, die ich immer noch nicht gemerkt habe. Oh nein, nicht Erdbeben. Diese Attacke kann ich auf dem Tod nicht leiden. Was passiert hier? Elfenschäde. Nia wurde gerade von einem Dicktri besiegt. Okay. Ich hatte dann scheinbar die Hapu doch ein wenig unterschätzt. Herzbeben, ach du Kacke. Und diese Attacke schon wieder. Mit der durften wir schon mal schmerzhafte Erlebnisse haben. Aber die Dicktri hätten wir jetzt besiegt. Das setzt nicht noch einmal Herzbeben ein.
So, aber es ist ein heftiger Sandsturm hier. Ich sehe fast meine eigenen Pokémon nicht. Lukas erreicht Level 41, wie es aussah. Klauenwetter, ne. Hier wird nicht Klauenwetter eingesetzt. Robin erreicht Level 42. Und John erhält einen Schaden, der ihn etwas geschwächt hat. Nein, wir wechseln das Pokémon nicht, wir kämpfen weiter. Pampros! Das war zu erwarten. Ich setze mal schnell einen Supertank ein, wenn es erlaubt ist. Zack. Das war jetzt nicht das Gelbe vom Ei, aber ja gut. Das Einzige, was ich noch hatte. Top-Trank wollte ich dann doch nicht einsetzen. Du weißt, ich geizig dafür. Tja. So, und nun, ich würde mal sagen, setzen wir gleich mal Ben ein. Ben, du schaffst es. Strauchler. Eine Pflanzenattacke, die du als Pikachu eigentlich nicht besitzen dürftest. Aber gut. Weiter so. Du bist süß, deshalb musst du das schaffen. Das ist meine Argumentation. Och nein, ich setze Kraft auf Pikachu. Och Mann. Mein Pikachu ist doch gleich K.O. Na, dürfen wir es jetzt sehen. Seismische Eruption. Kann sein, dass die jetzt nur mit solchen Attacken kämpfen, die irgendwie den Boden auftun oder irgendwie den Boden bewegen. Du hast mein Pikachu besiegt. Jetzt muss ich dir mit Dunkelklaue heimzahlen. Zack. War jetzt nicht wirklich sehr hilfreich. Komm bitte, Kostümspuk. Kostümspuk von Lukas Lockt. Danke. Das heißt aber, wenn das jetzt nichts bringt, ist Lukas am Arsch. So, Lukas, gib mit Ewige Nacht dein Bestes. Ewige Nacht. Und es verdunkelt sich. Finde ich nicht, die Attacke. Bringt aber nichts, hat nichts gebracht. Alter Schwede. Was soll ich denn jetzt tun? Mein Team ist so gut wie am Arsch, um sowas zu drücken. Kaiutsu. Da haben wir ja noch den einen Joker in der Tasche. Wasserschuriken soll ja sehr effektiv sein. Los! Das sehe ich jetzt von Pampas wirkt. Ja, ist mir egal. Weiter. Los, weiter. Ah, Zähigkeit. Los. Was? Nur zweimal wird getroffen? Oh nein. Ich sehe schon, wie dieser Kampf ausgeht. Oha, oha, oha. Hat's ausgehalten. Los, noch einmal. Du könntest das besiegen. Zack, noch einmal. Ja, Zähigkeit haben wir alle jetzt gesehen. Danke. Das war ein schweres Pampros. Freundschaft von Kaiutsu wirkt. Ash Kaiutsu. Ich glaube, wir müssen es mal wieder beleben. Naja, es lebt ja noch, aber ihm einen Trank geben. Könnte uns behilflich sein. Ich glaube, da ist Top-Trank nicht zu schade für. Ich müsste grundsätzlich auch mal irgendwie mein Starter-Pokémon den Werten Dingens wiederbeleben. Den Werten Frühgero, den Werten John. Ja, ich habe nur eine Top-Genesung.
Ja. Muss halten. Was sind denn das hier für Attacken? Bodenattacken, ja, das ist klar. Aber. Und was denn? Jetzt wird mir nicht angezeigt, was effektiv ist. Ist jetzt erstmal Wasserschuriken. Scheint effektiv zu sein. Fand ich sehr effektiv, aber. Naja. Das könnte unseren Tod bedeuten. Erzkräfte. Ja. Ich muss meinen Beleber. Und wen nehme ich jetzt? Wen? Auf wen setze ich? Auf Quajutsu? Oder auf John? Auf Robin ganz bestimmt nicht. Nein. Ich habe hier noch einen Top-Beleber. Den könnte ich jetzt einsetzen. Quajutsu oder John? Quajutsu hat es mehr drauf. Also der ist Level 51. Quajutsu Level 49. Aber bei Boden ist eigentlich Wasser. Ja, ich nehme erstmal John. Und ich kümmere mich dann später um Quajutsu, wenn ich noch die Chance dazu habe. Halt aus! Jetzt könnte ich rein theoretisch noch einen Beleber. Wo ist der Beleber? Top-Beleber habe ich jetzt nicht, den habe ich vergeudet an John sozusagen. Also Beleber auf Quajutsu. Das heißt, ich habe jetzt noch eine Chance mit Quajutsu. Wasser-Shuriken, komm! Das ist möglich! Los! Zweimal getroffen, okay, ja. Los, noch einmal. Wasser-Shuriken. Vielleicht diesmal effektiver, vielleicht. Los, noch einmal. Fast besiegt. Kann sich das nicht selbst verletzen oder so. Ich habe jetzt nur noch John im Team. Ob ich auf das so 100%ig setzen kann? Bin mir nicht sicher. Wie viele Pokémon haben wir denn noch im gegnerischen Team 2? Also das und das. Jetzt kein Tank. Erdkräfte. Halt aus. Bis. Gut, das ist K.O. Jetzt müssen wir nur noch das letzte schaffen. Und für das sehe ich schwarz für diese Aktion. Ein Gastrodon. Au weia. Das ist ein Wasser-Pokémon. Au weia. Mist. Da, jetzt. Letzte Chance, das muss jetzt treffen. Das. Nein! Ich hab's verkackt. Sowas von. Aber so knapp. Mann! Letzte Pokémon. Das hätte klappen können. Irgendwas von schwarz vor Augen. Aber keine Angst, ihr müsst euch das jetzt nicht nochmal antun. Ich schneide jetzt mal die dritte Version rein. Also, wie wir es kennen, dauert das ja mal 3 Versuche, bis wir einen Inselkönig besiegen. Ich schneide jetzt mal den dritten Endversuch rein. Also, ihr seht jetzt gleich, wie ich es geschafft habe. Das müsst ihr euch nämlich nicht antun. Für mich wird's jetzt lustig. Ein Uwaii. Okidoki. Ja, fange ich aber jetzt nicht. Erstmal unbeschadet zur Herausforderung kommen. So radikal. Brauche ich auch nicht. Ich will zur Herausforderung zurück.
Danke. So, jetzt aber wirklich Schnitt und weiter geht's mit dem Sieg. Schon ziemlich komisch, aber mach ich so. Schnitt, wenn ich durchs Tor gehe. Und Schnitt. Ich hab's jetzt nicht ganz gesehen, das war relativ schnell. Boah, ich sag euch, nach dem dritten Versuch, der Kampf war so zäh, so eklig. So eklig nachgeschmeckt, wie so ein altes Brötchen, wie ein alter Kaugummi oder was. Das war, ich habe die letzte halbe Stunde gerade eben mit Kaijutsu gegen dieses, man weiß nicht, wie es heißt, das Viech, hoffentlich konnte ich es mit reinschneiden, das letzte, was die hat, richtig eklig gekämpft. Das konnte Heiner, ich habe so halb effektive Attacken gehabt und beides Wasser-Pokémon. Bah, das hat sich ständig geheilt und das hat eine Ewigkeit gedauert. Bah, diese Inselprüfung. Oh, so richtig bitter. Dazu mein Bericht dazu. Aber jetzt habe ich es endlich geschafft. Nach 3 Versuchen und nach Stunde. Ich habe auf die Uhr geguckt. War fast eine Stunde. Habe ich darin investiert. Mit meinen Pokémon. Oh, ich bin richtig müde von der Sache. Aber ich habe ausgehalten und gesiegt. Du bist so stark, dass ich das selbst in meinen Eingeweiden spüre. Jetzt redet sie noch von ihren Eingeweiden. Super, das hat mir noch gefehlt. Nach einer Stunde im Pokémon-Kampf. Oh, bin ich froh, das geschafft zu haben. Ich musste zwischendurch mal das Ladekabel anschließen, weil Akku alle gegangen ist. Huiui, du hast es mir ja sehr gezeigt. Es hat echt Spaß gemacht. Halt's Maul. Also Spaß hat's mir nicht gemacht. Nein. Das hat's beim ersten Versuch gemacht. Das hat's noch Spaß gemacht. Das habt ihr gesehen. Die Aufnahme. Selbst wenn ich alles gebe, bin ich dir nicht gewachsen. Oh doch, du bist mir gewachsen. So was von. Du guckst auf mich herab. Das war Zufall, dass ich das jetzt gewonnen habe beim dritten Versuch. Aber ich habe viel dabei gelernt. Und dafür bin ich dir sehr dankbar, Zwergenfürst. Hier, der Z-Kristall vom Typ Boden. Auch Therium Z genannt. Gehört dir. Das dürfte der letzte sein, wenn mich nicht alles irrt. Wow, den habe ich mir ernsthaft verdient. Ein richtig Scheißkampf. Entschuldigung, dass ich das sage, Mann. Richtig Scheißzielkampf war das. Zeige dir auch noch die dazugehörige Pose. Also passt gut auf. Hat die uns nicht das schon mal gezeigt? Hat die nicht schon mal bei der Mikma-Herausforderung eine Pose gezeigt? Hey, ja! Okay. Oh, das hätten wir überstanden. Puh. Lilly, ich muss schon sagen, da hast du wirklich einen ganz besonderen Trainer als Freund gefunden. Ich bin erst bei 12 Minuten im Endeffekt Part. Dann macht euch mal auf den Weg zum Podium. Geht es dort entlang. Ich muss jetzt irgendwie noch ein bisschen drehen, obwohl ich locker in der Zeit 3 Parts gemacht hätte. Gut, ja. Hab ich halt nicht gewusst. Der Weg zum Podium führt durch den Canyon. Du wirst dort auf kampfwillige Trainer treffen. Das wird kein Spaziergang, so viel steht fest. Ist es leichter als deine Herausforderung? Dann überstehen wir es locker. Du musst jetzt stark sein, Lenny. Wenn irgendwas ist, dann sind Pampros und ich sofort zur Stelle. Danke, Harpo. Ich werde mein Bestes geben. Hätte ich fast vermasselt. Den Dialog. So, weiter geht's. Wird nicht lange gezögert. Obwohl, ich müsste mal kurz speichern. Das wäre blöd.
wenn ich den Spielstand nochmal wiederholen müsste. So, weiter geht's. Der Canyon von Pony. Beeindruckend findest du nicht? Dieses seltsame Ding hier. Soll das ein Wegweiser sein? Ach, Zwergfürst, nimm bitte das hier. Topfbeleber. Okay, den habe ich, wie ihr sehen konntet, ja in einem Kampf eingesetzt. Den Topfbeleber habe ich im Ätherparadies gefunden. Ich werde, sobald ich mich gesammelt habe, werde ich dir folgen, Zwergfürst. Ich muss stark genug werden, um Mutter und Wölkchen gleichermaßen helfen zu können. Bevor du weitergehst, mache ich deine Pokémon wieder fit. Ja, das ist sehr sinnvoll. Quajutsu hat irgendwie nur noch 2 KP oder sowas in der Art. Und der Rest des Teams ist irgendwie K.O. Ich hoffe ernsthaft, dass die Videodatei funktioniert. Ich bin dann richtig am Arsch. Habe ich gerade gespeichert. Ihr habt es gesehen. Ich kann das nicht mehr rückgängig machen. Und B, selbst wenn ich es rückgängig machen würde, diesen Kampf mache ich nicht nochmal. Als Trainer musst du dafür sorgen, dass deine Pokémon wohlauf sind und dir vertrauen. Dann könnt ihr die Zeit miteinander genießen. Ja, dann auf geht's. Füllen wir diesen Part noch mit ein wenig Pokémon-Kampf. Davon hatten wir ja noch nicht genug. Trainer und Pokémon sollten gleichermaßen frei sein. Freiheit ist das einzig wahre. Yay, ein weiterer Pokémon-Kampf. Ich penne gleich hier auf der Kamera ein. Aber muss noch ein bisschen gefüllt werden, sonst wäre zu wenig passiert in diesem Part. Das würde ich mir nicht verzeihen, einen Part zu geben, in dem nur ein Pokémon-Kampf stattfindet. Dann wäre dann doch ein wenig sinnfrei. Ja, wurde besiegt. Na gut. Haben wir in den letzten. Habe ich in letzter. Ja, nicht, aber habe ich in den letzten Stunde oft genug gesehen, wie Pokémon besiegt wurden. So, da Klariat. So. Ist auch ein zäher Kampf. Nicht so zäh wie der Kampf vorher, aber holla die Waldfee. Eigentlich müsste ich mich jetzt erstmal eine Woche krank schreiben lassen nach diesem Kampf. Aber so sind wir ja nicht. Ist ja keine Ausrede. Frau Lehrerin hatte gerade einen mordsgemeinen Pokémon-Kampf in Pokémon-Sonne. Deshalb kann ich nicht zur Schule kommen. Nee, das ist keine Ausrede. Gehen wir heute ein bisschen früher ins Bett und dann. Gehen wir heute ein paar Minuten früher ins Bett und dann passt das wieder. Dann gönne ich mir gleich mal einen leckeren Kaffee. Ich weiß, es ist ein bisschen spät geworden. Ich habe jetzt eigentlich nie mehr mit drin, aber den habe ich nötig. Ja, eine Feuerattacke gegen Arcani, ich habe es selbst bemerkt. Und war sinnlos. John fängt an zu verzweifeln. Was? Jetzt doch noch nicht. Wisst ihr, wir haben es sogar schon besiegt. Lukas erreicht Level 42. Das ist schon schneller bestanden als der Kampf eben. So, weiter geht's. Kann ich den Kampf umgehen? Ja, vielleicht, aber kommt erstmal noch ein wildes Pokémon angeschlichen. Ein Golbat. Ja, wir sind ja in der Höhle. Was sollte in der Höhle auch anderes kommen als Golbats? Entkommen. Ja,
Nein! Ein weiterer Kampf. Das wird wohl in der nächsten Zeit auch ein paar mehr Kämpfe geben. Backpackerin Ricarda. Zum Glück mein Pokémon. Aber das heißt, das Pokémon ist doch umso stärker. Aber es ist vom Typ Pflanze, wie es aussieht. Pflanzefee. Scheinbar. Elfhuhn. Okay, vielleicht schaffen wir das. Rückenwind? Nein. Oh, okay. Was war das für eine Attacke? Ja! Geschafft. Das war ja keine Herausforderung. Das war jetzt nicht schwer. Haben wir wieder ein bisschen Geld für nichts kassiert. Quer zu Rallen Level 41, 51 natürlich. Hut ab vor der Jugend der Alola-Region und auch vor dir und deinen Pokémon. Was soll das heißen? Ich bin nicht mehr die Jugend. Sie schließt ja mit dem Satz darunter die Jugend raus. Also die Jugend und du. Hallo? Ich bin 19. Ich werde dieses Jahr 20. Ich bin in meiner vollen Blüte meines Lebens. Dieses frühes Frühjahr des Lebens. Jugend und du. Hallo? Werd hier nicht beleidigend. Hallo? Das werde ich jetzt aber mal als Beleidigung. Hier ist es zu eng um das für das Pokémon. Was ist denn das für ein Mist? Will ich ja das umgehen? Muss jetzt durch den Kampf durch. Na, Prost Mahlzeit. Kaum ein Ort in Alola ist gefährlicher als dieser Canyon. Versuche unbedingt, ihn zu bezwingen. Dann zeig mal, wie ernst es dir ist und deinen Pokémon wirklich. Wir sind gespannt. Gut. Die hätten wir auch besiegt, das Doppelteam. Und wer hat da eine Pokémon-Attacke in seine Redewendung einfließen lassen? Lake. Professor Kukui. Wo geht's denn hier weiter? Der Weg ist ja angeblich zu eng. Och nein, nicht schon wieder ein Golbat. Was wollt ihr denn hier mit euren Golbats? Zwei Pokémon sind schon K.O., wie ihr seht. Das passiert mal, wenn man durch eine Höhle geht. Dass ein paar Pokémon dabei sterben gehen. Ach, übrigens, sterben gehen, das hatte ich ganz vermasselt. Oh, hier geht's. Bin ganz vermasselt in der Inselprüfung. Ich würde aber auch sagen, lassen wir das. Ich würde jetzt keinen Pokémon mehr sterben lassen. Eigentlich wäre, glaube ich, näher jetzt dran. Aber die haben wir schon so gut trainiert. Oh, wir sind am Gipfel angekommen. Ja gut, kann ich auch wieder absteigen? Ja. Dann würde ich mal sagen, bevor ich jetzt hier noch in die nächste Story reinlatsche. Da sieht schon nach der nächsten Story aus. Würde ich mal sagen, machen wir hier Schluss und gucken, ob es weitergeht. Nun, hier geht es noch nicht weiter. Können wir noch ein bisschen laufen. Aber da geht es gleich weiter. Okay. Hier geht es noch nicht weiter. Laufen wir noch ein bisschen. Aber vorsichtig. Und wer kann denn da drüber laufen? Wer ist denn unser Fall für Spitzen? Pampros war das, glaube ich. Ja. Pampros. Zack, zack, zack. Dann hatten wir das im Part auch nochmal gesehen. Oh, ein wildes Pokémon. Und da sieht man einen wilden Trainer. Oh, kein Golbat. Ein Rucker. Rukara. So. Ich habe Angst, dass ich jetzt in die nächste Story reinrenne. Okay. Und da kann man durch.
Da ist noch ein Item und ein Trainer. Und den besiegen wir noch. Dann würde ich sagen, das sah gerade eben ziemlich final aus. Dann machen wir doch nach diesem Trainerkampf und nach dem Item selbstverständlich Schluss. Und ja, ich sag schon jetzt mal, Däumchen nach oben, sollte es euch gefallen haben. Däumchen nach unten, sollte es euch nicht gefallen haben. Also was auch immer, für welchen Gründen. Dann tut es mir natürlich herzlich leid, dass es euch nicht gefallen hat. Und schreibt mir bitte in die Kommentare, wieso es euch nicht gefallen hat. Das würde mich brennend interessieren. So brennend, wie John es tut. Damit ich mich eventuell ein wenig verbessern kann und auch dir gefallen kann mit meinen Parts. Und damit ich eventuell in Zukunft ein Däumchen nach oben von dir erlangen kann, wäre es praktisch, dass du mir auch dein Feedback dazu da lässt und mir sagst, was genau nicht, was genau zu diesem Däumchen nach unten geführt hat. Alles ist scheiße, geht nicht. Kann natürlich sein, dass ich einfach mal manchmal Tage habe, an denen ich kacke bin. Ist so. Ich denke, dieser Tag ist keiner. Und in der Regel halte ich das dann auch von YouTube zurück. Und in der Regel, ja, laber einfach nicht. Sorry. Ihr wisst Bescheid. Der Part war scheiße, ist keine Aussage, sondern nur eine Beleidigung. Sag mir bitte auch, was scheiße war. Vielleicht ist es verbesserbar. Also, lasst auf jeden Fall ein Abo da, wenn ihr neu auf meinem Kanal seid, seid und ja nicht die nächsten Part verpassen wollt. Aber meine Stimme geht schon zugrunde. Jo, das war jetzt, wie schon erwähnt, ein ziemlicher Kampfpart. Ich bin paralysiert und kann nicht angreifen, das ist schon mal gut. Mondgewalt. Okay. Und jetzt dauert hier noch ein Weilchen. So. Ich würde mal gerne Pokémon wechseln. Dann geht das vielleicht ein bisschen schneller. Weil Lucas gerade nicht sehr kampffähig aussieht. Er ist zwar noch nicht kampfunfähig, aber er sieht auch nicht gerade kampffähig aus. Aber es ist quasi zu. Mondgewalt, was soll denn das sein? Eine sehr effektive Attacke scheinbar. Nun wird das jetzt ja auch noch ein guter Kampf. Wasserschuriken. Los! Was soll denn das? Wird das jetzt hier wieder? Zieht sich das jetzt hier in die Länge? Ich glaube, ich mache mir erstmal einen Kaffee und dann komme ich nochmal wieder und macht dann den Kampf hier und wird hier wie die Insel herausfordern. Ich habe nur noch Robin und Lucas. Ja, dann halt nicht. Ja gut, du besiegst mich halt. Ich muss nochmal den ganzen Weg zu Fuß latschen. Ja. Dann sehen wir uns im nächsten Part dann wieder an der Spitze, wo es dann weitergeht. Ich könnte auch nichts dafür, wenn dieser Kampf einfach mal passiert wird. Ihr wisst Bescheid, da liegt ein Item, für das es sich scheinbar lohnt, diesen mega starken Gegner zu besiegen. Ich würde das eine Item. Muss ein Mega-Item sein, muss ein Meisterball sein, wie es aussieht. Nur so. Ja, gute Nacht, würde ich sagen.
Wahrscheinlich für mich. Ja, gut. Ich gehe zum nächsten Pokémon Center. Das ist ganz weit unten. Sehen wir uns im nächsten Part. Ihr habt euch wohl. Däumchen nach oben, sagte ich schon. Und habt noch einen angenehmen, fröstlichen Tag oder Abend oder Mittag, wie es auch gerade ist. Und bis zum nächsten Part. Haut rein.